Moin Moin, ich bin Leonard, habe leider immer noch die Männergrippe und jetzt kommt der zweite Part zum Artefakt-Leveln mit der Route für Leo. Und wir fangen aber, bevor wir nach Leo gehen, einmal in Inazuma noch an. Und zwar sind wir jetzt hier auf dieser kleinen Insel, ja, zwischen Narukami und Kanazuka. Hier ist auch das Dungeon, wo man Bücher bekommt. Und wir gehen als erstes einmal hier hin, fliegen hoch, gehen hier zum Topf hin, nehmen uns das hier mit. Übrigens, wenn ihr hier alle Töpfe zerstört, oder fast alle Töpfe, dann erscheint ein Gegner. Für eine, glaube ich, eine geheime Questreihe war es gewesen. So, dann gehen wir hier hin, dann fliegen wir mal schnell darüber. Mit Schau kann man ja, ganz easy da einmal hin. Hier ist noch ein Topf, Artefakte mitnehmen, ein bisschen Kleingeld gibt es auch noch. So, direkt hier hin. Und einmal hier rüber. So. Und hier ist der letzte Topf. Und wie ich auch gestern schon, oder im letzten Video sagte halt, ist auch immer unterschiedlich, was dabei rauskommt. Also, können manchmal zwei sein, manchmal drei, manchmal vier. Also, es kommt immer drauf an. So, dann gehen wir jetzt hier hin. Das kann dann natürlich jetzt wieder ein bisschen dauern, weil man hat ja auch nicht den besten PC und da dauert das Laden leider ein bisschen länger. Aber so schlimm ist das nun auch nicht. So, hat er das jetzt? Wunderbar. So, jetzt sind wir hier, wo auch immer das hier ist, aber von hier aus einmal hier hochklettern, da drüben dieses kleine Zeltchen ansteuern. So. Sind wir. Und einmal alles looten. Zack, 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 zack. So, das gab hier ein bisschen Mora und Artefakte. Dann können wir. Wir gehen mal jetzt hier links hin. Na komm, also so weit ist die Entfernung jetzt nicht. Also du kannst jetzt mal ruhig ein bisschen schneller laden. Sehr gut, dann laufen wir einmal direkt hier hoch. Also es gibt bestimmt auch andere Punkte, nur das sind halt die Punkte, die ich halt laufe. Also man kann auch die Reihenfolge machen, wie man möchte. Das ist jedem selbst überlassen. Ja, aber ich fand die Punkte ganz gut. So, oh, da kommen zwei raus. Und Geld natürlich. Mora brauchen wir ja, sonst ohne Mora kommen wir nicht weit. So, dann ist hier bei der Hütte. So, Mora und Artefakt. Sehr schön. Und nochmal der da. Na. So, guck mal, gleich zwei Artefakte und Geld. Sehr schön. So, wir sind jetzt hier. Dann gehen wir mal direkt hier hin. Zum Strand. Und jedes Mal, wenn man da ist, da vorne sieht man schon, ist ein Elite-Gegner. Man könnte den zwar jedes Mal machen, aber man kann auch sich speziell die ganzen Elite auch zusammensuchen. Also es gibt ja auch eine inaktive Karte von Genshin auf der Hauptseite. Da hätte man dann also auch keine Probleme, einfach die ganzen Elite zu finden. Macht auch Spaß, gegen die immer zu kämpfen eigentlich, aber ich habe so viele Materialien schon von denen. So, hier ist einmal Geld drin im Brunnen. So, hier ist die Kiste. Artefakt und Geld. Dann laufen wir mal hier weiter. Und das hier ist auch ein bisschen hinterhältig. Hier einfach durch. Da hat man hier so ein kleines Versteck. Also man kann auch die Blumen, so, die Büsche so ein bisschen wegmachen. Dann sieht man das Ganze auch besser. So, einmal die Kisten kaputt hauen. Noch ein bisschen Gemüse mitnehmen. So, und hier ist eine kleine Schatzkammer so gesehen. Also ist auch immer unterschiedlich, wie viel hier rauskommt. Und wenn man zum ersten Mal hier ist, ist auch noch hier eine Kiste. Für alle, die hier noch nicht waren. Okay, dann einmal hier hin. Manchmal hat man so wie jetzt auch das Glück, dass es einfach mal ein Ereignis gibt. Das ist auch sehr oft hier. Oh, wollen wir den mal ganz kurz besiegen, wenn er das zulassen würde? Wo ist er denn jetzt? Da. Oh, verschwinde doch nicht einfach. Da bist du. Also.
So, und da, dass er da dann auf der Welt war, Elite war, er könnte auch bei Gelegenheit mal ein Artefakt droppen, macht er jetzt natürlich nicht. Aber das war ja auch noch ein Ereignis, also es gibt auch eine Freundschafts-EP für alle, die das gerne sammeln möchten. So, dann müsste das das Boot hier gewesen sein, ja. Und hier war, glaube ich, Gemüse, ne? Ja, gut. Also nur das Boot. Dann gehen wir jetzt hier hin. So, aus dem Fass kommt auch noch mal was. Haha, das hat sich ja sogar noch gereimt. Toll. Okay. Jetzt sind wir hier. Ich muss zwischen Atelier 7 hin. So, nicht wundern, ab und zu mache ich mal kurz den Ton aus und huste mal, das habt ihr ja gesehen. Bei dieser Route gucke ich gerne mal da drüben hin, wo diese kleine Blume erschienen ist. Meistens steht da halt, ja, so ein Hilichuri oder wie auch immer man die aussprechen mag. Und da gibt es halt diesen selteneren, wenn man den halt kurz platthaut, der gibt halt Abenteuer-XP. Und ja, das war's eigentlich schon, da gibt glaube ich irgendwie 200 Mora oder sowas, das ist ja nicht weltbewegend, aber halt die Abenteuer-XP sind wichtig. Und es gibt auch einen Erfolg, wenn man die halt öfters plattgehauen hat. Und da war halt so ein Spawnpunkt. Also das ist mit diesem Symbol hier. Also überall, wenn ihr auf meiner Karte dieses Symbol seht, dann ist da halt einer von diesen seltenen. Und die sind auch immer, ja, unterschiedlich, wie sie da sind. Und ich weiß auf jeden Fall, dass das ein 12-Stunden-Rhythmus ist. Das weiß ich. Also sprich, wenn er jetzt nicht da ist, könnte er so zum Beispiel nach deutscher Zeit gegen, das war 16 Uhr. Könnte er dann vielleicht eventuell da sein oder auch nicht. Also, ne? So, hier gibt es nochmal Artefakte. War jetzt nicht weltbewegend, aber immerhin, es gibt sie hier. Dann gehen wir da oben einmal hin. Ah, wo sind wir denn da? So, wir schwimmen jetzt einmal hier durch. Man kann auch den Weg lang laufen oder man hat hier Ayaka oder Mona. Dann kann man einmal schnell übers Wasser pesen. Obwohl hier die Sayo, mit der geht's ja auch, glaube ich. Die kann da. Ach nee, nee, das war mit Eis gewesen, stimmt. Naja, so, und hier sind Artefakte. Und Mora natürlich. Artefakte und Mora, brauchen wir alles. So, dann geht's hier einmal zum Gasthaus hinüber. Und einmal hier runter. Hui. Direkt hier. Hier ist auch eine gute Farmstelle für die Seidenblumen, für alle, die es brauchen können. Macht auch sehr viel Spaß, mit der Hida das einzuscannen, aber das machen wir jetzt nicht. Hier sind ganz viele Kisten, aber das ist eigentlich alles Gemüse, wenn ich mich nicht irre. Und wir nehmen direkt den hier. Da kommt dann nochmal was raus. Auch, wie gesagt, unterschiedlich, was da rauskommt. Könnte auch mehr sein. Dann gehe ich von hier aus hier hinüber. Mit Schaus ist das natürlich ein bisschen einfacher alles. Übrigens gibt es hier was Verstecktes, wenn man hier bei den Regenschirmen ist und immer gegen Säulen hier kämpft. Gegen Schleim. Dann kommt danach irgendwann ein anderer. Und wenn man das alles gemacht hat, hier so ein paar Kämpfe gemacht hat, dann erscheint hier auch noch eine Truhe für alle, die es noch nicht kennen. So, und jetzt gehen wir schnell zu diesem Haus dahin. Dann gibt es einmal hier. Direkt einmal zwei. Und nochmal hier. Ein. Auch unterschiedlich alles. Dann geht es einmal schnell hier hoch. Ups. Hoppala. Dann gibt es direkt bei dem hier untersuchen. Und dann gehen wir da oben zum Dorf hin. Gut. Ich laufe hier extra links rum jetzt, weil hier gibt es diese Bambus-Spross-Dinger, die könnte man auch nochmal gebrauchen für irgendwas. Ich weiß nicht was, aber es ist besser, die zu sammeln, weil man macht es eh nicht. Aber sonst macht man es nicht. Deswegen laufe ich einmal hier so links rum. Dann hier die Brücke rüber. Dann müsste das hier gewesen sein, ne? Nee, gar nicht. Ups. Dann war es das hier. Genau, hier. Artefakt.
Dann bei diesem Häuschen hier. Auch nochmal. Und wie man sieht, es ist auch hier erstmal Geld bei. Also das lohnt sich auf jeden Fall schon. Weil, ne, man braucht das gute Geld, ja. Sonst kann man die Artefakte nicht hochleveln. Und jetzt gehen wir nochmal zu diesem Häuschen hin. Und hier ist noch ein bisschen Bambus. Das nehmen wir auch mal mit. Und da haben wir das. So, ich glaube sogar in Inazuma war mehr gewesen. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Haben aber jetzt mir so wenig vor. Das wäre jetzt mein Leo-Gute gewesen. Ich gehe jetzt noch einmal, um selbst nochmal zu gucken. Nach das einzige war Narana. Da gibt es nämlich auch eine kleine Stelle, wo man direkt mal ein bisschen Artefakte mitnehmen kann. Jetzt ist nur die Frage, habe ich jetzt schon genug gesammelt oder nicht? Das weiß ich leider auch nicht. Also ich habe mich, ich habe mir auch noch nie dahingesetzt und wirklich gezählt, wie viele Artefakte wo ungefähr das Limit sein könnte. Aber steht auch nirgendwo. Also es ist einfach, wenn ich die so gut abgelaufen bin, dann war eigentlich schon Schluss. Also es könnte mal mit Glück sein, dass ich dann noch irgendwo ein Artefakt sammeln könnte. Aber ja, im Prinzip reicht das. Na, wenn man ja das jeden Tag macht und dann, wenn du jetzt zum Beispiel morgen wieder anfängst, irgendeine Summa zu laufen und dann übermorgen gehst du wieder diese Dio-Route, reicht völlig aus. So, hier. Einmal hier, zack, Artefakte, Artefakte, Artefakte und Artefakte. Gut, hat auch mal funktioniert. Also die kann man dann eigentlich auch noch mitnehmen. Ja, das war's, genau. Das geht aber natürlich nur, wenn man schon freigeschaltet hat, sonst... ja, wie man sieht, die Wüste, da bin ich noch bei, aber ich habe zurzeit einfach keine Lust, da weiterzulaufen. Gut, das mit Headland habe ich euch gestern gezeigt. Ja, und eigentlich fast überall, wo ich immer so ein Sternchen habe, da sind halt meine Artefakte. Und ich habe jetzt eigentlich für Dio, habe ich nichts vergessen. Moonshot ist, glaube ich, gar nichts. Also wenn, dann fängt das erst in Dio richtig an. Und ja, Inazuma, da waren wir gestern. Und ja, so mehrere wird bestimmt auch einige Punkte sein, aber da habe ich jetzt auch nicht so die Lust, überall sammeln zu gehen. Außer hier, da ist kein Artefakt, da ist es dann, damit man halt zwischen die Welt hin und her zwischen kann, also wegen, ja, dass man die kleinen Viecher sehen kann. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst gerne einen Kommentar, ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.